Hey San und willkommen zu einer weiteren Folge Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered. Und ich würde sagen, wir gehen diesmal zu Tyler. Denn wir haben ja mit Lucas in der letzten Folge doch einiges zu tun gehabt. Jetzt wird es endlich wieder Zeit, dass wir bei Tyler ein bisschen reinschauen können. Mal sehen, was so auf ihn wartet. Hallo, keiner da? Tyler? Du bist heute aber früh dran. Sei so nett und heiz den Ofen vor. Und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Ich bin gleich soweit. Ja, dann werden wir mal schauen, dass wir hier einheizen können. Wo ist denn der Ofen? Das ist bestimmt ein Fernseher, oder? Auch wenn der ganz komisch aussieht. Heiz den Ofen vor. Wo ist denn der Ofen? Komm, wir machen einfach den Herd an und lassen den auf. So, jetzt den noch aufmachen und dann... Ah, ich glaube, das meinte sie nicht. Ja, super. Komm, ich nehme mir die Jacke und gehe wieder. Oh, schade. Geht nicht. Gehe nur noch mal schnell Zigaretten holen. Was hat er denn so noch alles im Kühlschrank? Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen, aber... Ah, schau mal an. Den Champagner brauchten wir eh. Tyler, ist der Ofen an und der Shampoo ist eingegossen? Ja, so gut wie. Keine Miene verziehen. Hallo, Inspektor Miles. Weißt du, welcher Tag heute ist? Tja, Weihnachten ist vorbei. Vielleicht Nationalfeiertag. Nee, das ist im Sommer. Nee, ich passe. Tyler. Okay, okay, Baby. Vor genau 2 Jahren habe ich die Frau meiner Träume kennengelernt. Und dann habe ich dich geheiratet. Ich habe Lust zu tanzen. Dann... Na komm, dann nehmen wir doch hier die Beyond Two Souls Platte. Ach, geht nicht. Schade. Oh, das müssen wir selber machen. Oh nein, wir müssen tanzen. Sind wir hier auf die Füße getreten, Tyler. Oder? Ja. Da tritt man einmal daneben. Hoppala. Tyler. Das ist echt so, man muss nur ein einziges Mal was anderes drücken und schon Vorsicht, ist es wieder Tyler, gescheitert. Du trittst mir auf den Fuß. Das geht ja gar nicht. Müssen wir jetzt das ganze Lied durchhalten hier? Es wird eh wieder ein Copyright-Claim geben, ich weiß das schon hier. Boah! Tyler! Ich drück alle richtig bis auf einen und dann heißt es mal, tritt dir auf den Fuß. Soll sich mal nicht so anstellen. Sollte sich vielleicht einfach mal Springerstiefel oder sowas Tyler. Anziehen. Dann würde ihr das auch nichts ausmachen. So Stahlkappendinger. Dass die sowas hören, aber okay. Nicht schon wieder. Vorsicht, Tyler, du trittst mir auf den Fuß. Jetzt stell dich nicht so an, Weib. Mensch. Lauf einfach mal anders. Tyler. Tyler. Jetzt wisst ihr, warum ich nicht gerne tanzen gehe. Naja, vielleicht zu anderer Musik, aber... es ist doch nichts hier. Oh,
Kennt einer von euch den Interpreten? Ich habe die ganze Zeit irgendwie Tom Jones im Kopf, aber das kann nicht sein. Ach mein Gott, Vibe, jetzt stell dich nicht an. Ich habe schon über eine Minute richtig gedrückt. Ja, okay. Willkommen in der Welt der Nebenaktivitäten hier. Wie lange muss ich jetzt noch mit dir tanzen? Endlich! Ich glaube, irgendwie sah die in der Originalversion etwas jünger aus. Das kann aber auch an den kurzen Haaren liegen. Na immerhin, dann hat sich das Tanzen ja doch nochmal gelohnt. Zumindest für Tyler. Nun hatte ich alle Teile des Puzzles. Ich musste sie nur noch zusammenfügen, um den Mörder ausfindig zu machen. Auf meinem Tisch lagen alle Indizien von Nazer und Jones und auf Tylers Tisch die vom Restaurant. Der Name des Mörders musste hier irgendwo zu finden sein. Okay. Schauen wir uns da erstmal das Buch an. Der Shakespeare, der auf Lucas Keynes Schreibtisch in der Bank lag. Der lag da nicht mehr, den hatte ich doch weggepackt. Ach ja, den hatte ich, glaube ich, gefunden. Merken wir uns mal. Der Papierfetzen von Lucas Keynes Schreibtisch in der Bank sind Börsennotierungen. Dann merken wir uns das doch mal und gucken, ob eine Verbindung gibt. Nein, diese beiden passen nicht zusammen. Na, wenn du das meinst, dann müssen wir halt erstmal das Telefon beantworten. Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Danke. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. Mensch, ja, da sind sie ja mittlerweile doch recht gut aufgebaut. Mit den Taxizielen könnte er echt nützlich sein für die. Die Liste der Fahrziele, die Taxis in der Mordnacht anfuhren. Wenn der Mörder ein Taxi nahm, ist seine Adresse vielleicht darunter. Mhm. So, das haben wir da. Was gucken wir mal, ob... Da. Ach so, haha, okay. Das brauche ich nicht. Na gut, dann machen wir eine falsche Verbindung irgendwie mit dem Buch oder so. Und dann kann ich die anderen Sachen zusammenstellen. Verbindung. Nein, das bringt nichts. Ich weiß. Aber, wir haben hier vorne die Börsendinger. Das können wir uns merken. Und ich habe gerade bei Tyler gesehen, der hat nämlich noch den Schnipsel da liegen. Tada! Das Lesezeichen stimmt haargenau mit der Börsennotierung auf Keynes Schreibtisch überein. Er hat es definitiv von diesem Blatt abgerissen. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Kane unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Und den hätte ich auch schon gesehen. Herein? Hey Carla, ich sah noch Licht und dachte mir, ich sag mal kurz Hallo. Nett von Ihnen, Martin. Abends ist es ruhiger, da kann ich besser nachdenken. Carla, ich hab da was auf dem Herzen. Schon seit einer Weile. Ich hab den Mörder vom Restaurant wieder gesehen.
Er hat im Central Park ein Kind gerettet, das ohne ihn ertrunken wäre. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Hört sich blöd an, aber... Ich konnte ihn danach einfach nicht festnehmen. Ich glaubte, wir seien ihm was schuldig. Tut mir echt leid. Lassen Sie es gut sein, Martin. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Ich bin auch noch eine Weile beschäftigt. Muss Berichte tippen. Kommen Sie rüber, wenn Sie Gesellschaft brauchen. Dann bis später. Ja, ja. Da retten wir ein Kind und jetzt wird das gegen uns verwendet, wa? So, wir haben hier vorne noch die Beweise. Dann merken wir uns die. Und wir haben da vorne die Fingerabdrücke liegen. Eins ist sicher. Die Abdrücke vom Restaurant und die vom Stift gehören derselben Person. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. So, wir haben doch bestimmt... Hier vorne das Telefon. Ach so, das ist von Tyler. Wir gehen ja nicht an seine Sachen. So, hier. Und zurück zu Tyler. Lass einfach klingeln, Schatz. Dann hören wir doch auf sie. Wird schon aufhören. Ach, was für ein schriller Ton. Na gut, dann stehen wir doch auf. Tut mir leid, Baby. Ich muss rangehen. Könnte wichtig sein. Tyler, nein! Jetzt kommt irgendwie so ein Versicherungsvertreter oder so. Hallo? Wir haben ihn, Tyler. Ich komme sofort. Tyler, ich warne dich. Wenn du jetzt gehst, werde ich dir das nie verzeihen. Dauert nicht lang, Baby. Trink schon mal einen Schluck Shampoos und dann bin ich sofort wieder da. Tut mir leid, Sam, aber das ist echt wichtig. Und was ist mit mir? Bin ich nicht wichtig? Tyler! Ach, stell dich nicht so an, Vibe. Es geht hier um einen Mörder, nicht um deine Gefühle. Die Schlinge zieht sich zu. Die Polizei ist mir auf der Spur. Die kommen wieder und beim nächsten Mal nehmen sie mich fest. Agatha ist meine letzte Chance. Sie scheint als Einzige zu verstehen, was mir widerfährt. Ich hoffe nur, sie beantwortet mir diesmal einige Fragen. Und ich glaube, wir werden hier noch ein bisschen weitermachen, weil zurzeit, ich habe mich so dämlich angestellt gerade mit dem Tanzen. Da können wir ruhig noch ein klein wenig überziehen. Außerdem könnte es jetzt spannend werden. Agatha? Agatha, ich bin's! Lukas! Nehmen wir doch gleich mal das Messer mit. Nee? Ein alter Holzofen. Die Kaffeekanne ist noch heiß. War die nicht letztes Mal auch schon da und heiß? So, Vögelchen. Die sind anscheinend alle noch munter. Und hier ist sie nicht. Die sitzt wahrscheinlich wieder da hinten aus ihrer Ecke, in ihrer Ecke und kommt dann da wieder rausgerollt. Wer ist da durchs Fenster raus? Agatha! Hallo? Ich brauche Ihre Personalien, um den Anruf aufzunehmen. Hallo? Die Polizei wird in wenigen Minuten eintreffen. Hören Sie mich, Sir? Agatha!
ist tot. Sie wurde umgebracht. Sie konnte mir als Einzige helfen. Sie wusste als Einzige Bescheid. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier wohl irgendwie rauskommen. Hat sie etwas hinterlassen oder irgendwo eine Antwort versteckt. Ich muss ganz schnell die Wohnung durchsuchen, bevor die Polizei antrifft. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Dann nehme ich an, hier drin ist nämlich nichts. Wenn hier nur eine Bonuskarte drin liegt. Kannst du nicht rennen? Doch, kannst du. Ah. Hier merkt man wieder, es ist ein älteres Spiel. Es braucht halt... Man braucht halt ein bisschen, bis man drumherum läuft. Naja. Ach, da hinten ist die Tür. Wo kann die denn was hinterlassen haben? Ich würde sagen, bei den Vögeln. Da. Noch fährt das Auto. Sehr gut. Vielleicht hier. Im Futtersäckchen liegt ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Hey! Wofür? Im Ohren vielleicht noch was? Nee. Okay, vielleicht bei den Vögeln drin? Ah, ihr blöden... Die blöde Steuerung. Hey, in diesem Käfig liegt ein Stück Papier. Dann nimm das mit. Das war zum Glück... Das war tatsächlich nur Glück jetzt. Ich habe jetzt eigentlich nur vermutet, weil die so viel mit den Vögeln zu tun hat. Ja, hol es hier raus. Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1928. Warum wollte Agatha, dass ich das lese? Okay. Ich nehme an, wir sollten uns so langsam auf den Weg machen. Sonst werden wir hier noch auf frischer Tat quasi geschnappt. Beziehungsweise wir waren es ja eigentlich jetzt nicht, aber... Können wir doch durch die Vordertür. Nein? Aha, jetzt lauf schon, verdammt! Flüchten. Das macht keinen guten Eindruck, wenn wir jetzt quasi als Doppelmörder... Hier ist die Polizei! Ist da jemand? Hey Kevin, ruf den Notarzt! Da liegt jemand am Boden! Ja, und so haben wir auch dieses Rätsel gelöst. Beziehungsweise wir stehen eigentlich vor noch mehr Rätseln. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge.